Ladung platziert. Auf sichere Distanz zurückziehen! Sehr gut, jetzt ist Woods da und ich hoffe, jetzt wird es auch funktionieren. Yes, jetzt war's! Der Westen ist sicher, hier kommt kein Panzer durch. Woods, Mason, Sie heizen uns mit allem ein, was Sie haben. Überall im Tal sind Feinde. Dann müssen wir uns dorthin gehen. Hohe Gewalt und Übermacht? Das hattet ihr doch erwartet. Aber nicht Gewalt! Ja. Auf geht's und los. Yeah, bitches, auf geht's. Oh, kacke. Rennt. Und zack, runter mit uns. Es sind Panzer direkt vor der Basis. Die Verteidigung wird schwächer, Mason. Die Basis ist in Gefahr. Ja. Die Panzer sind außer Gefecht, Hartz. Aufklärer melden feindliche Kampfhubschrauber nördlich des Tals. Ausschalten! Verstanden, Hartz. Rücken vor zum Abfang. Los! Wir könnten die Basis verlieren. Yes! Neutralisiert. Es kommen mehr russische Hubschrauber vom Norden. Sie müssen ausgeschaltet werden. Wir sind dabei, Hartz. Reiten wir! Ja. 3, 2, 1. Kein klares Schussfeld und... Tschüss! Yes! Und jetzt noch ein... Ja! Kratzen! Russische Kampfhubschrauber ausgeschaltet! Die Russen haben das Munitionslager der Mujahedin im Osten überrannt! Es muss um jeden Preis zurückerobert werden! Mullah Rahman ist besorgt. Er glaubt, wir verlieren den Kampf. Sag Rahman, dass mich das im Scheißdreck interessiert! Ja, sag Rahman, er kann mich am Arsch lecken! Genau! Auf geht's! Jetzt aber! Wow! Ein bisschen Verwirrung! Das Munitionslager ist links vom Tal! Wow! Bam, Alter! Da wurde ich mal eiskalt erschossen, wie ich am Pferd reite! Nicht nett, sag ich euch. Nicht nett. Es muss um jeden Preis zurückerobert werden! Mullah Rahman ist besorgt. Er glaubt, wir verlieren den Kampf. Sag Rahman, dass mich das im Scheißdreck interessiert! Wir treten ihnen in den Arsch, wie immer! Sag ihm einfach, er soll seine Infos über Menendez rausrücken! Genau! Das Munitionslager ist links vom Tal! Der Weg ist für Pferde unpassierbar! Absitzen! Wir gehen zu Fuß weiter! Ja, gell, dass der für Pferde nicht passierbar ist, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Hier sind ja nur Russen! Infanterie seilt sich ab! Sie dürfen den Boden nicht erreichen! Ja! So ist man es von den Russen gewohnt. Falls Russen zuschauen, ist nicht persönlich gemeint. Sondern nur ein Rollenklischee. Wow. Und... Zack. Noch mehr BDRs! Oh, oh. Gott. Wow! Yeah, mit dem geht's auch. Sorry, Bruder. Und tschüss. Es war aber mal ein Triff. Wow. Was war jetzt los? Ach du liebes bisschen. Nein, ich will ja von mir aus.
Und jetzt bin ich über meine eigene Mühle drüber gelaufen. Wie deppert bin ich, bitteschön. Alter, das ist echt nicht mein Tag. Und ja, gestern und heutige Folge wurden zusammen aufgenommen. Deswegen sage ich, heute ist nicht mein Tag. Also, Folge Nummer 1, die ich so gefällt habe, weil ich halt ein Bug da war. Und heute die Folge, es waren halt eine Aufnahme. Sehr gut. Ich gräu mich ja oder so irgendwie. Haltet die Fresse. Und tschüss. Und tschüss. Boah, ich bin ein bisschen zu sehr Rambo. Ein bisschen zu wenig Soldat. Wenn es auch vielleicht unterhaltsamer ist, ist es sehr ineffektiv. Alter, die halten aber doch schon was aus. Wenn die Multiplayer auch ordentlich was aushalten, dann könnte ich mit meinem Scheißgel ein bisschen ein Problem haben. Ah, hier rechnet ihr nicht mit mir. Nein, ach du Scheiße! Boah, heute ist echt nicht mein Tag. Das geht doch nicht. Und zack. Und zack. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen eine Munitionsverschwendung, aber nur ein bisschen. Oh. Schnell. Wow! What the fuck? Selbstmordkommando oder was? Das Munitionslager gehört uns. Du kämpfst tapfer, Amerikaner! Mason, zurück zur Basis, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Das solltest du dir selbst ansehen. Okay, werden wir zurückreiten. Rennt los, ihr macht den Rest platt, wir haben den Hauptteil gemacht. Also, auf geht's. Wir reiten. Zurück. Wow. Oh, oh. Keine Ahnung, ihr könntet kurz Schwarzbild gesehen haben, weil mein Computer irgendwie auf einmal Schwarzbild hatte. Aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht, nein. Auf geht's! Yeah! Der Herr war ein echt harter Hund. Verwette deinen Arsch drauf. Kravchenko hat ihm praktisch den Kopf aufgemacht und diese Nummern eingetrichtert und er hat überlebt. Mason sagte, dass er die Zahlen nicht mehr sieht, aber ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Scheiße. Mason, sieh dir das an. Alles klar. Es ist noch nicht vorbei. Heftig. Die Russen wollen uns noch ein letztes Mal rohe Gewalt demonstrieren. Dann zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Auf geht's! Yeah! Bitches! Yeah. Ich schrei einfach mit... Ole! Ja, okay. Ja, wow! Keine Ahnung, ich renne einfach Vollgas drauf zu. Oh Gott. Hey, ich entkomme. Nein, verdammt. Und jetzt sehen wir nicht einmal, wie wir grausamst sterben. Das ist doch echt ein Witz, oder? Mason, sieh dir das an. Es ist noch nicht vorbei. Und... Wow. Wow. Wow.
Russen wollen uns ein letztes Mal hohe Gewalt demonstrieren. Dann zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Alles klar? Also auf geht's! Yeah! Ja, schreien werde ich jetzt nicht mehr. Ist ja nach einer Zeit lang auch nur mehr lächerlich. Ich renne einfach. Ist mir doch wurscht. Oh, das Pferd ist auch noch immer ohne Reiter unterwegs. Wow. Wow. Ich weiß nicht. Gedrückt halten. Und weg. Wow. Haarscharf. Auf geht's. Und tschüss! Kraft, Schenko. Er muss sterben. Oh Gott, wir haben so eine Flashback. Und tschüss! Wow. Oder wir haben den Kravchenko gesehen. Was zur Hölle? Das ist Kravchenko! Ah nein, es ist Kravchenko. Natürlich mischt er hier mit. Kravchenko, er muss sterben. Ein paar Mal habe ich's gesehen. So ein Glanz im Auge und hat den Raum abgesucht. Und ehe du dich versiehst, redet er mit dem Russen. Scheiß Eisenhof. Der gerissene Alte weg. Wutz, vielleicht sollte ich das Verhör übernehmen. Vielleicht solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Bastard offen. Ich habe sie in Vietnam zurückgelassen, Sergeant Woods. Sie sollten tot sein. Das hat mir niemand gesagt. Mein Freund Roman sagt, sie machen Geschäfte mit einem Typen namens Raul Menendez. Was machen sie für ihn? Leck mich! Man sagt doch Auge um Auge! Ja? Das sind die Mujahideen. Die vergraben sie bis zum Hals im Sand, drehen ihre Augenlider und lassen sie in der Wüste braten. Ich kann sie schnell töten. Also was... Ich verkaufe ihm Waffen. Das ist aber gar nicht sowjetisch, Mann. Wir müssen uns wehren! Los, wehr dich! Er stirbt. Geld ist alles, was zählt. Ich wehre mich eh schon so, wie es geht. Kuba, Angola, die dritte Welt. Warum? Menendez will, dass ihre Welt brennt. Dazu wird es nicht kommen. Oh! Er ist mächtiger, als sie denken. Er hat sogar Leute bei der CIA. Scheiße. Der Kerl will uns verarschen. Was machen Sie da? Menendez hat gesagt, dass Sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheiße! Ach du Kacke! Ihr habt doch mit den Russen geholfen! Nein. Nein, ihr seid unser wahrer Feind. Und werdet es immer sein. Ich hasse euch, Afghanistan-Typen. Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Wenn man stark ist. Ich komme gerade irgendwie bei James Bond vor. Quantum Trost, die Szene am Ende. Oh Gott. Oh nein, und jetzt auch noch ein Sandsturm. Es wird ja immer besser und besser. Und besser. Da sind wir, in der Wüste. Ist ja oben begraben.
Und was denkt dein Dad, wer da angeritten kommt, um uns zu retten? Der alte Vic. Ha! Siehst du, genau wie dein alter Herr. Nein, er war's nicht. Reznov, komm schon. Wenn du denkst, er war's, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Hätte vielleicht was erklärt? Treibsand. Also, doch Verstrickungen mit Black Ops 1.